Aber der ein schwaches Jahr 2009 gespielt hat. Jetzt erstmal der Einlauf von Hawaii 501. Er ist in diesem Jahr, als man zum ersten Mal seitens der PDC Europe eine deutsche Meisterschaft ausgerichtet hat, deutscher Meister geworden. Doppel 9. 78. So, nächste Chance für Jihan. Ja, arbeitet sich langsam an das. Oh, das ist die Doppel 14. Doppel 9 am Feld dran, wollte ich sagen. Er überwirft sich also damit. Und damit bleiben die 18 Punkte bei Arthur stehen. Doppel 4. Ja, Wayne Mardell verschenkt. Doppel 12, 24 Punkte Rest. Es muss ein Doppelfeld sein. Jawohl. Er gleicht aus 1:1 gegen einen Wayne Mardell. War für Jihan Arthut noch nicht mit dabei. Das ist die Chance zum Maximum für Hawaii 501. Andere Konstellation gegeben hätte, bei der er dann rausgerutscht wäre. Aber Nicholson spielte im Halbfinale gegen Taylor und Fonway. Ins nicht klar machen und man sieht es schon an seiner Gestik, dass er nicht zufrieden ist mit seinem Spiel. Oh, die einfache 19. Keine Möglichkeit mehr auf Doppel zu werfen. Adel mit einem Aussetzer trifft die einfache 14 nicht. Das ja, ist die Doppel 8. Damit kann Jihan Arthut also diese 16 Punkte, was da geschrieben steht, um sich für den richtigen Weg zu entscheiden, hat sich ein Finish gestellt, ein 167er. Ja, Mardell kann. Dreifache 17, Doppel 8 wäre der optimale Weg. Dreifach 17 ist da, Doppel 8. Und das ist die Doppel 8, das ist die 1-0 Satzführung für Jihan Arthut im Match gegen Wayne Mardell. Mit dem Dartsport, aber das ist auch eminent wichtig für einen Jihan Arthut. Doppel 20 bei 40 Punkten Rest. Doppel 10. Das war die einfach. Ja, Jihan, auf geht's. Doppel 5. Ja, passt. Und was wir da von Wayne Mardell sehen, die 30 Pünktchen nur für Wayne Mardell. Was ist los mit Hawaii 501? Er hatte in diesem Jahr einige gesundheitliche Probleme, hatte sich Mumps. 6 Punkte Rest, Doppel 3 für Jihan Arthut zur 2-0 Führung. Doppel 1. Mann, oh Mann. Ganz schwach bisher. Doppel 20. Das ist die Doppel 20. Und das ist die 2:0 Satzführung für Jihan Arthut. Wayne Mardell mit gesenktem Haupt dort oben auf der Bühne. Jihan, you require 62. 62 Punkte, das sind 52 Punkte, das heißt 20. Doppel 16, 32 Punkte Rest. Das Match jetzt auch tatsächlich nach Hause zu bringen, ist nochmal eine andere Hausnummer. Die einfache 16, somit also Doppel 8. Dieses Doppelfeld liegt genau 1 über der Doppel 16. Und dann genügt es auch für Arthut, wenn er diesen einen Dart im Dreifachsegment unterbringt. Das ist nochmal eine 180 von Wayne Mardell, die dritte in diesem Match. Und jetzt kann Arthut das Break schaffen. Jetzt kann er also das Leg gewinnen, das Mardell eröffnet hat. Er ist drin, dreifache 10, Doppel 16. Weit in der einfachen 8, Doppel 12. Er lässt diese 40 Punkte stehen. No score für Wayne Mardell. Nächste Chance. Doppel 11. Nein, Doppel 11 ist verkehrt. Doppel 6 müsste da stehen, also 12 Punkte Rest. Er hat die einfache 12 getroffen, als er auf Doppel 12 gezielt hat. Ist kurz nochmal zurückgegangen, um sich neu zu konzentrieren.
Jetzt nähert er sich zunächst an und vollstreckt. Aber er ist jetzt im Finish-Bereich. Matchstart für Arthur. Matchstart Nummer 3. 20 Rest. Doppelzehn. Nummer 4. Doppel 5, die kam vorhin bei Gian sofort, als er Doppel 10 nicht getroffen hatte. Doppel 5 kam sofort. Wir sind bei 9, Dietmar. 9 Matchstarts. Das darf sich jetzt nicht im Kopf festsetzen. Jetzt fängt Gian Arthur natürlich auch an nachzudenken, dass er hier kurz vor dieser Riesenüberraschung steht. Und er ist drin. Gian Arthur kann dieses klasse gelöst von ihm. 110 Punkte Rest. Doppel 20 zum Match. 11. Chance in Runde 2 einzuziehen. Und die 12. ist es. Die 12. ist es. Gian Arthur bezwingt Wayne Mardell mit 3:0 in den Sätzen. Das ist ein Paukenschlag zu Beginn der World Darts Championship. Wayne Mardell vollkommen enttäuscht und frustriert. Das war ja eine Partie, die gestern Abend stattfand, liebe Zuschauer. Mardell sprach im Anschluss an dieses Match sogar vom Karriereende, dass er erwägen würde. Also der war vollkommen enttäuscht. Arthur steht in Runde 2. Kurze Pause. Wir sind gleich zurück mit Roland Scholten und Steve Hein.